Heute zeige ich euch die beste Action-Cam für mich, das und mehr in diesem Video. Ich wurde letztens von einem Zuseher gefragt, welche Action-Cam benutze ich. Und da kann ich nur eins sagen. Ich benutze keine GoPro, ich benutze die Qumox-Kameras. Es gibt ein paar Gründe, warum ich mich für die Qumox entschieden habe und für keine GoPro. Das erste, was ich sagen muss, ist, ich finde persönlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Qumox ist definitiv besser als bei der GoPro. Eine GoPro kostet durchschnittlich 500 €, eine Qumox kostet nur 90 €. Alles, was ihr braucht, um diese Kamera an euren Motorradhelm zu kleben, ist dabei. Zusätzlich sind noch einige andere Gadgets dabei, die ihr auch gebrauchen könnt, um diese Kamera irgendwo zu montieren oder mit der Aufnahme zu machen. Das heißt, ihr könnt direkt loslegen und filmen. In der teuersten Ausführung kostet die Qumox-Kamera gerade mal 140 €, womit ihr aber direkt loslegen könnt. Diese Kamera hat dann auch schon Wifi, das heißt, ihr könnt über euer Smartphone diese Kamera auch steuern. Was die Kamera kann, ist auch klar definiert. Sie kann 1080p, 720p Bilder machen und du hast zusätzlich ein Unterwassergehäuse, was ich persönlich in meinen Videos auch schon getestet habe und was auch toll funktioniert. Ich persönlich bin kein Review-Kanal, deshalb befasse ich mich auch wenig mit den Eckdaten dieser Kamera. Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, die zeigt, dass die Kamera wirklich etwas drauf hat. Aber kommen wir zu den Erfahrungen. Ich habe auf diesem Kanal alle Videos mit dieser Kamera gedreht und ich bin sehr zufrieden gewesen und froh, dass ich mir diese Kamera geholt habe. Ich habe diese Kamera schon mit ins Meer genommen, vom Motorrad runtergeworfen, von steilen Klippe auf einen Stein aufklallen lassen. Nichts ist passiert. Die Kamera läuft, läuft und läuft. Mit der Bildqualität bin ich auch einigermaßen zufrieden. Natürlich könnte es in gewissen Bereichen besser sein. 4K wäre toll, ein bisschen höhere Bildrate wäre toll. Ansonsten bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit dieser Kamera. Gerade kam meine Katze mitten in die Aufnahme hinein und ich musste einfach das jetzt kurz filmen mit der Qumox. Kamera genommen, batsch, draufgehalten, gefilmt. Und das schneide ich euch jetzt rein. Zusätzlich, wenn ihr wirkliches Bildmaterial sehen wollt für diese Kamera, was aussagekräftiges, dann guckt euch meine Videos an. Ich werde auch Vergleichsvideo reinschneiden, was ich so gedreht habe mit dieser Kamera und das kommt aber jetzt alles im Anschluss dann noch. Hallo. Sie ist sehr angepisst. Sie ist sehr angepisst. Oh, arme schwarze Katze. Jetzt hörst du auch mal mein Tablet herumzutrampeln. Hier seht ihr zum Beispiel das unbearbeitete Laufen-Special. Einmal in bearbeiteter Version und einmal in unbearbeiteter Version. Was sagt ihr dazu? Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr ein Review wollt über die Daten und so weiter, was die Kamera kann, guckt auf YouTube, es gibt genug Leute, die das gemacht haben. Mir war wichtig, meine Erfahrungen mit dieser Kamera mit euch zu teilen und vor allem auch einige Videos zu teilen mit euch. Wenn ihr ein Action-Cam habt, welche habt ihr, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächsten Samstag zum nächsten Video. Haut rein und tschüss! So, nun ist es natürlich euch überlassen, welche Action-Cam ihr euch holt. Ich habe euch unten mal die Links in die Beschreibung gepackt zu den Action-Cams. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich diesem Video einen Daumen nach oben geben und damit tschüss.